BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Stadtwerke im Land fürchten eine neue EU-Richtlinie, wonach die Trinkwasserversorgung künftig privatisiert werden könnte. Die Landtagsfraktionen haben sich heute im Stuttgarter Landtag gemeinsam gegen die EU-Pläne ausgesprochen. Sie fürchten, dass die kommunalen Wasserversorger nicht mit privaten Konzernen mithalten können. Bei der Wasserversorgung könnten die kommunalen Versorger schon bald harte Konkurrenz bekommen. Tritt die neue EU-Konzessionsrichtlinie in Kraft, müssen Kommunen, die bereits private Beteiligungen zulassen, ihre Trinkwasserversorgung europaweit ausschreiben. Das könnte viele überfordern. Kritiker fürchten, die EU-Richtlinie könnte vor allem Megakonzernen aus Frankreich oder Großbritannien den Markt öffnen. Mit Dumpingangeboten könnten sie die kommunalen Versorger wie etwa Stadtwerke vom Markt verdrängen. Die Tür zur privatisierten Wasserversorgung sei damit geöffnet, kritisiert Umweltminister Franz Untersteller. Er stellt sich gemeinsam mit allen Fraktionen im Stuttgarter Landtag gegen die EU-Richtlinie. Trinkwasser sei kein handelbares Gut. Aus unserer Sicht treibt die EU-Kommission klar ersichtlich Regelungen voran, die darauf hinauslaufen, einen internationalen Markt und Wettbewerb für Wasser als frei handelbare Ware einzuführen. Trinkwasser sei Menschenrecht, die Versorgung Aufgabe der Kommunen. In privater Hand könne Trinkwasser teuer, die Qualität schlechter werden. Die CDU kritisiert, die EU-Richtlinie greife tief in die kommunale Selbstverwaltung ein. Vertrauen wir unseren Gemeinderäten, vertrauen wir unseren Gemeinden, die können das, die beherrschen das und die Bürger wollen das. Das ist der entscheidende Punkt. Und daran sollten wir uns orientieren. Es gehe auch darum, ein Signal in Richtung Brüssel zu senden. Die CDU wendet sich dabei gegen immer kleinteiliger werdende Beschlüsse aus Brüssel. Die Trinkwasserprivatisierung sei nur das jüngste Beispiel. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne, würde Medienberichten zufolge nach der kommenden Landtagswahl 2016 lieber eine zweite Amtszeit als Chef der Landesregierung antreten, als einen Posten bei der Europäischen Union. Kretschmann soll in einem Zeitungsinterview gesagt haben, man solle nicht mehr nach dem Grundsatz verfahren, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Der grüne Ministerpräsident wird am Ende der Legislaturperiode 67 Jahre alt sein. Wenn sich der Finanzminister mit der Wirtschaft trifft, dann geht es vor allem um ein Thema, um die Steuerbelastung. So auch gestern Abend beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Handwerkskammer und IHK in der Stadthalle Reutlingen. Dieses Jahr hatte die Handwerkskammer den Empfang ausgerichtet und als Festredner den baden-württembergischen Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid eingeladen. Der alljährliche Neujahrsempfang der beiden Kammern war jedenfalls auch gestern wieder ein Who is Who von Wirtschaft und Politik der Region Neckaralb. Gastgeber Joachim Mörle, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, ergriff als erster das Wort und kam auch gleich zur Sache mit einem Thema, das dem Handwerk besonders auf den Nägeln brennt, den Steuern. Einer Erbschaftssteuer, einer Vermögenssteuer und einem höheren Spitzensteuersatz erteilte er eine Absage. Es geht schlicht einfach darum, dass gut verdienende Facharbeiter, dass große Teile der mittelständischen Betriebe, die als Personengesellschaft geführt werden, von einer solchen Steuererhöhung massiv betroffen wären. Und das, denke ich, wird letztendlich auch die Arbeitsplätze gefährden, weil wir Unternehmer in erster Linie darauf angewiesen sind, Gewinne wieder in den Betrieb zu investieren, damit wir konkurrenzfähig bleiben. Wenig Hoffnung machte da der Finanzminister. Die Sanierung der Haushalte sei eine der großen Herausforderungen für die Zukunft. Und das sei auch ein Einnahmeproblem. Steuererhöhungen werde es deshalb mit jeder politischen Konstellation geben. Übrigens haben wir das alle gemeinsam beschlossen, nämlich mit der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse ist eine Steuersenkungsbremse. Und sie hat sich in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode des Bundestages auch schon bis auf eine Ausnahme, Stichwort Hotellerie, als Steuersenkungsbremse bewährt. Es gab nämlich in dieser Legislaturperiode keine allgemeine Steuersenkung. Dass die Steuern aber zum Teil in die Wirtschaft zurückfließen, bewies der Minister im Anschluss an die Rede. Er übergab der Handwerkskammer Zuschüsse von mehr als 500.000 Euro und der IHK knapp 20.000 Euro zur Förderung überbetrieblicher Lehrgänge. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.